Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim für die Switch. Wir machen direkt weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar sind wir vor Auriels Kapelle. War hier nochmal. Und dann geht's auch schon los. Oh, stelle Erzroter Wütrohr zur Rede. Okay, also hier sind ganz viele kleine Freaks, die alle eingefroren sind. Und der Erzmärger sitzt da vorne auf dem eisernen Thron und weiß es nicht. Wir gehen da einfach mal hoch. Ich glaube, er ist es. Aber ich komme nicht ran an ihn, wie man sieht. Ihr seid hergekommen und denkt, ihr könnt Auriels Bogen einfach so mitnehmen? Ja. Ihr habt genau das getan, was ich erwartet habe und eure bezaubernde Gefährtin mitgebracht. Moment, redet er von mir? Was für euch leider bedeutet, dass ihr nicht länger gebraucht werdet. Okay. Wer ist das? Kurz hier einen kleinen Heiltrunk. Ziemlich beeindruckend, aber leider vergeblich. Ihr zögert nur euren eigenen Tod hinaus. Können wir sehen. Vorsicht, er lässt die Decke einstürzen. Was? Macht er das doch. Objekte. Gehen wir zum Schriftrollen? Nee, gehen wir zum Schriftrollen. So, wir hatten dann auch irgendwas hier. Was eine Rolle des Feuers und den beschwören wir jetzt mal. Da gehen wir wieder auf. Wird man gehen nochmal auf Feuer? Okay, jetzt müssen wir bestimmt die Heilung gehen. Nein! Ich lach. Nein, lässt du nicht zu, aber leider sieht es aus, als ob du am Arsch bist, du Spaß. Lasse nicht zu, dass ihr jahrhundertelang vorbereitet und zu nichts gemacht. Geht es euch gut? Los, wir können es schaffen. Ich weiß, dass wir es können. Er ist dort oben, auf der Galerie. Kommt schon. Ich kann nur hinterher rennen. Ich kann keine Waffe ziehen und nichts. Das ist schon langweilig. Na? Genug, Virtor. Gebt uns den Bogen. Wie könnt ihr es wagen? Ich war Auriels Erzkurator, Mädchen. Meine Stimme fand bei den Göttern Gehör. Bis die Betrogenen euch korrumpierten. Ja, ja, wir haben diese traurige Geschichte schon gehört. Gelebor und die Seinen sind leicht zu manipulierende Dummköpfe. Seht mir in die Augen, Serana. Sagt mir, was ich bin. Ihr seid ein Vampir? Aber Auriel hätte euch beschützen sollen. In dem Moment, in dem ich einer meiner eigenen Initiaten infizierte,
wandte mir Auriel den Rücken zu. Ich schwor, mich zu rächen, koste es, was es wolle. Ihr wollt euch an einem Gott rächen? Auriel selbst mag für mich unerreichbar gewesen sein. Sein Einfluss auf unsere Welt war es aber nicht. Ich brauchte lediglich das Blut eines Vampirs und Auriels eigene Waffe. Seinen Bogen. Das Blut eines Vampirs. Auriels Bogen. Das wart ihr? Ihr habt die Prophezeiung erschaffen? Eine Prophezeiung, der eine letzte Zutat fehlte. Das Blut eines reinblütigen Vampirs. Das Blut einer Tochter von Kalthafen. Ihr habt die ganze Zeit gewartet, bis jemand mit meinem Blut kommen würde. Nun, zu dumm für euch, denn ich plane es zu behalten. Mal sehen, wie viel Blut durch eure Adern fließt. Woher Was seid sind ihr gekommen? Das? Immer weg, die Feiglinge. Lebt wohl. So ein Spinner. So, Elfendurch der Schneestürme, die nehmen Stadtland mit. Gegengift. Granschein. Zaubertrank der Ringaffe. Wahrscheinlich schon wieder zu viel. Warte, ich muss das rausschmeißen wieder hier. Ach ja, wird auch langsam da. Und weg. Okay, da geht's auf. Oh, da sind wir vor. Da ist dann unser Ritter Paladin. Also wurde getan, was getan werden musste. Die Wiederherstellung dieses Wegschreins bedeutet, dass Virtor tot sein muss und dass die Betrogenen ihn nicht länger kontrollieren. Die Betrogenen trifft keine Schuld. Was? Wovon redet ihr da? Er war ein Vampir. Er hat sie kontrolliert. Ein Vampir? Ich verstehe. Das würde einiges erklären. Tief in meinem Innern stimmt es mich froh, dass die Betrogenen keine Schuld dafür trifft, was hier geschehen ist. Warum? Denn das bedeutet, dass es noch Hoffnung gibt, dass sie eines Tages ihren Hass überwinden und wieder lernen, an Auriel zu glauben. Es ist lange her, dass ich mich so gefühlt habe. Und es war schon seit langem fällig. Dafür gebührt euch beiden mein Dank. Keine Ursache. Ihr habt alles riskiert, um Auriels Bogen zu erhalten und im Gegenzug den Dom wiederhergestellt. Ich kenne keinen Sieger, der sich ihn mehr verdient hätte als ihr. Wenn ihr mehr über den Bogen lernen oder sonnengeweihte Pfeile dafür braucht, wäre es mir eine Freude, euch zu helfen. Fragt mich einfach. Supi! So. Eieiei. Oh, jetzt Bogen hinzufügen. Super. Das ist doch mal cool. Begonnen. Ein freundliches Urteil. Okay, reden wir mit ihr. Serana, bleib mal stehen. Ich will mit dir reden. Ich hatte ihn mir prächtiger vorgestellt. Trotzdem, er ist schön. Was machen wir jetzt? Nun, bevor wir mit meiner Mutter im Seelengrab gesprochen hatten, hätte ich gesagt, wir bringen den Bogen zu meinem Vater. Aber nach allem, was sie erzählt hat, ich glaube nicht, dass wir ihm vertrauen können. Dann töten wir ihn, bevor er uns tötet. Wir haben den Bogen, er wird uns anhören. Und wir töten ihn. Ich zermartere mir den Kopf auf der Suche nach einem Ausweg, doch er wird sich gegen uns stellen, sobald er die Gelegenheit dazu hat. Nein, er muss sterben. Wir haben keine andere Wahl. Dann lasst uns ihn gemeinsam gegenübertreten. Danke. Irgendwie wusste ich, dass ihr das verstehen würdet. Gut. Tritt H kommt auch jetzt Bogen gegenüber. In das Ausgang, junge Frau. Ab zu den Schwarzfallhöhlen.
reichlich gespannt, was für ein Kampf wird gegen den Vater. Okay, jetzt müssen wir wieder raus hier. Portal zum Tempelbalkon. Wo war das denn? Achso, okay. Dumm. Wie dumm, Entschuldigung. Ja. So, gehen wir raus hier. Den Hintereingang, wollte ich gerade sagen. Ich auch schon ein paar Mal gelaufen bin, weil ich dachte, hier gibt es irgendwas anderes. Komm ich durch! Gut, der Ausgang muss ja sich denn in... Wo befand sich der Ausgang? Hoch zu die Karte, das geht schneller, bevor ich jetzt falsch laufe. Himmelsrand, gut. Jetzt müssen wir nach rechts. Das ist der richtige Weg, ganz kurz gucken. Nö. Oder nicht? Dies ist der richtige Weg. So. Schauen wir mal. Ich speichere zwischendurch mal. Ist er da uns die böse Überraschung erleben? Wollen wir ja nicht. Ein Student aus Uppsala, lala. So. Genau, das war der richtige Weg. Gegner sollen uns ja nicht mehr entgegenkommen hier in der Höhle. Glaube ich. Denn die haben eigentlich alle fast erledigt. Nicht nur fast, die haben wir alle erledigt. Also von daher. Warte mal. Bin ich dumm? Bin ich jetzt längst gelaufen? Ich bin den falschen Weg wieder gegangen. Oh nein. Wie dumm. Na gut. Laufen wir nochmal den gleichen Weg. Kann man sich eigentlich auch hier von einer Stelle zur anderen beamen? Ne, leider nicht. Ja, es tut mir leid, müsst ihr nochmal mitkommen. Eine kleine Rundreise hier. Ich wollte euch die Höhle eigentlich nochmal zeigen, weil ich fand, die war sehr schön. Auch die Effekte und so, ne? Das sieht ganz nett aus alles. Kann man sich ruhig zweimal angucken. Dann müsste dieser Weg hier sein, ne? Wenn ich jetzt alles täuscht. Genau, gut. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Und dass ihr gerne Rundreisen mit mir macht. Gibt doch nichts Schöneres. Kann ich hier durchgehen? Das ist der richtige Weg. Es geht, höher geht es ja nicht. Das muss der richtige Weg sein. So oft kann ich jetzt auch nicht falsch gelaufen sein. So, das sieht ja schon besser aus. Genau. Nur noch nach oben gehen, ne? Hier geht's hoch. Und da geht's dahin. Und draußen. Sehr schön. Okay. Jetzt ist doch eine längere Ladezeit, was schade ist. Aber... Super. Hier können wir direkt die Schnellreise machen. Wenn nicht mehr, doch. Karte und zurück zu Burg Fakihila reisen. Fukuhila wollte ich gerade sagen. So nenne ich die Burg jetzt mal Fukuhila. Weil die ist vorne kurz und hinten ist sie lang. Ach ja. Ah,
mein Blutgerät im Ballon, glaube ich. Ist da jemand? Reden da. Naja. Kann es egal sein. Kann man ja eh nur hoch. Muss ich ihn wahrscheinlich mit dem Bogen töten? Wollte ich mit dem schon mal vielleicht ausrüsten? Ein Bogen. Also zumindest auf die Favoriten packen. Aber jetzt Bogen. Und dazu brauchen wir noch die Pfeile. Wo sind denn die Pfeile der Sonne, wollte ich gerade sagen? Sonnengeweihter Elfenpfeil. So. Wird ihr auch so aufgeregt wie ich? Denke schon. Jetzt kommt gar nichts. Nicht mal ein Bogen oder ein Tier wird vorgestellt. Einfach nur leer. Gruselig. Nein, eigentlich nicht gruselig, eigentlich nervt es, dass die Ladezeit so lang ist. Ja. Da, 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 da. Wir speichern mal. Weiß ich nie. Oh. Scheint nur ein Hund rumzulaufen. Vorhin sitzt noch einer. Ja, wir haben einen kleinen Typen auf. Ich überlasse die Politik den anderen. Ich diene dem Fürsten der Burg. Hier hinten irgendwo oder wo sitzt? Oh, ich bin wahrscheinlich gerade in deren Schlafzimmer geraten. so, guck mal, wo er sitzt. Geh mal aus dem Weg, dummer Hund. Da machen wir, glaube ich, nicht hin. Oder? Doch, da machen wir hin. Die Kathedrale da steht. Das Symbol der Tür da ist. Ihr seid also zurückgekehrt. Ja! Hat euer Tier euch gut unterhalten? Ihr wisst, warum wir hier sind. Natürlich, weil... Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich wollte nie unterbrechen. Nur schon mal vielleicht auf den Bogen setzen. Ich das. Ihr enttäuscht mich, Serana. Ihr habt alles angenommen, was ich euch gegeben habe und es dann für diese Missgeburt von einem Vampir weggeworfen. Was ihr mir gegeben habt? Seid ihr verrückt? Oh, warte, der eine Pfeil muss auch noch einatmen. Nein. So. Ihr habt unsere Familie zerstört. Ihr habt andere Vampire getötet. Alles im Namen einer Prophezeiung, die wir kaum verstanden haben. Das ist jetzt vorbei. Ich bin fertig mit euch. Ah, speichern bitte. Ihr werdet ihn nicht anrühren. Endlich zeigt dieser Drachen seine Klauen. Eure Stimme trieft vor dem Gift des Einflusses eurer Mutter. Wie sehr ihr euch doch gleicht. Nein, denn im Gegensatz zu ihr habe ich keine Angst vor euch. Nicht mehr. Und ihr? Huch. Es scheint, dass ich mich bei euch dafür bedanken muss, dass sich meine Tochter gegen mich stellt. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis euer Ehrgeiz eure Treue überwältigen würde. Loyalität? Ich hatte nie vor, mich am Leben zu lassen. Ihr hattet nie vor, mich am Leben zu lassen. Ein kleiner Preis, den ich für den Aufstieg unserer Art zu zahlen gewillt bin. Ihr seid eine Beleidigung für unsere Art. Ich muss doch sehr bitten. Spart mir eure Vorstellungen von unserer Art. Ihr habt Serana schlicht und einfach für den Versuch missbraucht, euch das zu nehmen, was gerechterweise mir zusteht. Ich würde Serana nie ausnutzen. Nein, ich bin hier, um unsere Auslöschung zu verhindern. Der Bogen gehört jetzt mir. Na, kommen wir halt mal zu der Tante. Der Vampir lebt ewig. Und mit der Unsterblichkeit kommt die Offenbarung, dass diese Bande niemals andauert. Sie sind flüchtig, bestenfalls zeitweilig. Es reicht. Ja, durchaus.
Das Reden mit euch und meiner verräterischen Tochter ermüdet mich. Ihr habt eine einzige Chance, mir den Bogen zu geben. Es wird keine zweite geben. Okay, was machen wir? Geben wir den Bogen? Das ist die Geschichte schon auch vorbei. Er kriegt ihn nicht. Nun gut, dann lasst ihr mir keine andere Wahl. Ich Okay, ich komme nicht weg. Oh, warte mal, ich brauche ein bisschen Heilung. Also, machen wir hier mit dem kräftigen Heilungszauber. Ah, ist er weggepumpt. Wo ist er hin? Ihr könnt euch vor uns nicht verstecken. Wo ist er hin? Das hätten wir geschafft. Genug der Spielchen. Essen wir die Sache. Okay. Ich glaube, ich muss meine Waffe rausholen. Einmal hier auf Heilung und einmal auf meine Anbrecher. Feigling! Dummes. Das ist ein dummer Feigling-Vampir. Dann heilt er sich immer wieder, ne? Machen wir kurz den Bogen wieder. Oh, warte. Beenden wir die Sache. Ihr könnt euch nur uns verstecken. Harkon. Da muss drinnen sein, was man mitnehmen kann. Essenz des Rippers, schwarzer Seelenstein, Bank des Blutes, Ring der überraschenden Zerstörung, Ring der Veränderung, Bolgafiering, Halskette, Harkons Schwert. Also wie 15 gesagt, Magiker und Ausdruckpunkte werden von einem Vampir geführt. König Liefer, Magiker, jetzt kann man so. Ich kann nicht mehr verstecken, aber dafür kann ich ein paar Sachen rausschmeißen. Fürst Harkon besiegt. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag erleben würde. Meine Dame, ihr habt mein äußerstes Mitgefühl. Ich bin mir sicher, das war nicht einfach für euch. Ihm konnte nicht mehr geholfen werden, Garan. Es musste sein.
Ich freue mich nicht darüber. Er war immer noch mein Vater. Aber ich glaube, mein Vater ist in Wahrheit schon vor langer, langer Zeit gestorben. Das hier war nur das Ende von etwas anderem. Natürlich, meine Liebe. Jetzt wird alles gut. Nun, das wäre jetzt erledigt. Was werdet ihr jetzt machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde vermutlich hierbleiben, solange sie es mir erlauben. Ich glaube, wir können hier neu beginnen. Das Erbe meiner Familie in etwas Ehrbares verwandeln. Wenn ihr natürlich weitere Abenteuer geplant habt. Seht euch gern mit dabei. Denke nicht, dass sie etwas mit dir zu tun haben werden. Wie ihr meint. Oh, ich will sie nicht dabei haben, sie liegt mir immer im Weg rum. Meinen Glückwunsch, ihr habt Harkon besiegt. Offensichtlich seid ihr der überlegenere Vampir. Nein. Ihr seid der neue Meister. Wir beugen uns eurer Macht. Eine Macht, die, wie ich feststelle, Auriels Bogen einschließt. Die Burg gehört natürlich euch. Wir werden euch folgen und euren Einfluss in ganz Himmelsrand mehren. Sehr gut. Haben auch eine Burg am Hals. Was das an Betriebskosten alles kosten wird. Nee, das ist auch schön. Dann wenden wir uns neuen Abenteuern zu. Ja, Leute, wenn ihr diese Folge gesehen habt, dann wisst ihr, dass die Vampir-Quest sozusagen abgeschlossen ist. Und dann sagt mir doch mal, was ich als nächstes machen kann. Das würde mich interessieren. Ich kann natürlich weiter rumgehen, neue Abenteuer suchen und auch meine Quest beenden. Aber vielleicht gibt es da was anderes, was ich machen kann. Sagt mal Bescheid, ich würde mich freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin einen schönen Abend und tschüss.